Hi, hier ist die Curly Ink und willkommen bei Stichpunkt TV. Wir sind bei der Curly. Ja. Und ich frage mich, wo die Locken sind. Was ist los? Die Locken sind nicht weg. Also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr oft gefragte Frage. Ja, ich steige immer mit den Aufgefragten ein und am Ende komme ich zu der Ring. Also es ist schon, seitdem ich 17 bin, so, dass ich alle zwei Wochen meine Haare eigentlich ändere. Ob es okay. Die Haarfarbe ist oder ob es jetzt Locken sind, ob es glatte lange sind oder glatte kurze. Ich kann halt eigentlich alles machen, weil ich halt Locken habe. Mhm. Also die sind nur geglättet. Ja. Aber wenn ich die jetzt lockig lassen würde, würde ich aussehen wie ein Wischmopp. Und deswegen, also die langen Locken sind meine Locken, nur halt mit Haarverlängerung. Weil die meisten fragen immer, wie machst du das und ist das eine Perücke und irgendwie, also ich kriege mehr Anfragen wegen den Haaren als jetzt für irgendwelche Shootings oder so. Ich habe schon überlegt, so einen YouTube-Channel oder sowas aufzumachen, ja. Weil wirklich viele fragen. Ja. Also ich mache mir da einfach eine Haarverlängerung rein. Weil ich war, früher hatte ich halt immer nur einen Irokesen oder einen Kurzhaarschnitt oder 13 mm nur. Und jetzt gerade bin ich, dank meinem Ex-Freund, der mich endlich dazu gebracht hat, meine Haare lang wachsen zu lassen, bin ich jetzt soweit. Ja, aber wie was hat das jetzt noch einge... Das ist ein Zopf, einfach nur ein bisschen geglättet. Das bedeutet, du, das mit der Haarverlängerung sind dann halt dann auch Locken. Und du hättest jetzt theoretisch, weil wenn also ich hätte ein Afro so genau. In der Richtung. Cool. Ja, so ein Wischmopp. Aber ich habe so ein Mondgesicht und dann sehe ich direkt aus wie aufgeplustert. Das gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen, und wenn ich dann gerade mal keine Zeit habe und so, gerade jetzt beim Umzug, dann lasse ich die einfach so und setze eine Käppi auf und gut ist. Aber dauert das Glätten nicht länger als alles andere? Also solange man, wenn man Locken jetzt wäscht und die danach direkt glatt föhnt schon, dann geht das ruckzuck. Ja, guck mal, ich bin dann lockiger als du. Hätte ich auch nicht gedacht. Mal sehen. Ja. Und Curly ist ja der eine Teil, Ink ist der andere, das sieht man natürlich. Ja. Wann hast du denn mit Tattoos angefangen? Also ich habe sehr früh angefangen, ich habe mit 14 angefangen. Da weiß ich noch, da war meine Mutter im 9. Monat schwanger. Mhm. So, ja Mama, darf ich ein Tattoo haben, ist nur so klein und so. Und ich habe hab früher sehr gerne gezeichnet. Also ich habe immer, wenn ich schlechte Laune hatte, saß ich mal im Kinderzimmer und habe gezeichnet. Mhm. Und mir war schnell klar, dass ich irgendwann das, was ich zeichne, auch gerne tätowiert haben möchte. Ne? Ja. Und ich war auch immer, also von den anderen so komplett irgendwie abgeschoben, dass ich dann gesagt habe, nee, ich möchte nicht wie die sein. Ne? Ich hatte auch immer einen anderen Style und ich wollte immer anders sein. Ja. Und dann sagte ich Mama so, und ich brauche jetzt, ne? Und ich habe es auch selber gezeichnet und ist es nur klein und bin dann wirklich dahin gefahren und wir haben es natürlich dann, also das ist mein komplettes Bein, ne? Und ich natürlich dann Mama und Papa zugeschrieben, ne? Also die Namen von denen, ja. Und ich dann nach Hause gekommen, ich sag, Mama, guck mal, ist da, wie schön das ist und eure Namen und so, ist das nicht toll? Und sie guckte mich nur so an und ich hatte wirklich Schiss, dass die entbindet. Du wolltest das doch nur so klein machen. Und ja, dann war es halt so und dann habe ich halt, durfte ich keins mehr haben, aber ich muss zugeben, ich habe es dann heimlich gemacht. Also ich habe wirklich sehr früh damit angefangen, meinen Körper voll zu machen. Und wie war das dann, was war das zweite Tattoo, weißt du das noch? Beziehungsweise wusstest du schon nach dem ersten, dass das auf jeden Fall weitergeht, egal wie deine Mutter reagiert? Ja. Also ich war früher so ein schlimmer Finger, sag ich mal. Und hab dann wirklich heimlich weitergemacht und hab das nächste war das hier dann. Und ja gut, aber das kannst du ja nicht so gut verheimlichen eigentlich, ne? Nee. Und ich habe aber auch immer versucht, dass es irgendwas mit meiner Kindheit oder mit meinen Eltern zu tun hat, damit die nicht sauer sein können. Ne? Ja. Also die haben mich früher mal alle Linda genannt. Und ich so, guck mal, und weil ich meine Kindheit so toll finde. Und habe ich ihm extra meinen Kindernamen tätowieren lassen. Ja, und ich habe dann immer so einen Ärger gekriegt. Aber ich habe nicht aufgehört. Ja, gut, was sollen sie machen? Ne? Und irgendwann haben sie gesagt, ach, bei der können wir es aufgeben, die lässt es eh nicht sein und so. Ja. Dafür habe ich andere Sachen nicht gemacht, was andere vielleicht gemacht haben. Ja. Drogen nehmen oder irgendwie sowas. Genau, jeder muss so ein bisschen sein Laster haben. Ne? Ja. Und was hast du dann beruflich gemacht? Wie hast du dich da entschieden? Weil man sagt ja auch immer, ja, die Berufswahl, denk doch mal nach, dann kannst du nicht das und das machen. Also wenn man am Unterarm schon was hat, ist es ja eigentlich, also jetzt aus Elternsicht oder aus der Sicht derer, die das halt so sehen, schon vorbei mit der Karriere sozusagen. Also bei mir war das so, in der Schule war auch immer meine Lehrerin, die war... Immer, ja, und was sollen wir denn mit dir machen? Weil ich war ja schon 5., 6. Klasse, war ich ja schon tätowiert. Mhm. Da habe ich erst Friseur angefangen, konnte es aber nicht weitermachen, weil ich eine Allergie habe. Also ich bin so totaler Allergiemensch. Ja. Hab dann aber, Gott sei Dank, in so einem Jugend... Also es ist ein
Jugendzentrum, da werden aber auch Konzerte gemacht und alles. Und da sind wirklich alle tätowiert gewesen. Ne? Und eigentlich war ich nur da, um so abzuschalten und Musik zu hören und so. Und ich habe mich so gut mit denen verstanden, dass es wirklich wie so eine Familie war. Mhm. Und ich habe dann von mir aus mit 13 war ich da das erste Mal. Und mit 14 habe ich dann da wirklich freiwillig angefangen, so mitzuhelfen und alles. Ja, und dann irgendwann hat er mir vorgeschlagen, ja, und wir verstehen uns doch so gut, was hältst du denn davon, wenn du nicht hier anfängst? Und dann habe ich eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin da angefangen. Ach, cool. Ja, und dann wurde ich schwanger und dann hat er gesagt, entweder Ausbildung oder Kind. Und da das Herz schon geschlagen hat und alles, klar, ich dachte mir in dem Moment, ich bin noch total jung, ich schaffe das nicht und alles, aber ich würde niemals ein Kind abtreiben, wenn das Herz schon schlägt. Das ist für mich dann ein Leben. Und dann habe ich mich mit dem auch gezofft und habe gesagt, nee, komm, ich behalte mein Kind. Ne? Ja. Ja, und jetzt verstehen wir uns wieder gut und so. Und er hat auch gesagt, ich kann weitermachen, wenn ich Bock habe. Mhm. Und die sind alle da. Die sind richtig locker. Da kannst du wirklich das Gesicht zutätowiert haben. Das wäre nicht schlimm für die. Also arbeitest du auch wieder da jetzt, oder? Ja, also habe ich vor. Jetzt habe ich ja noch ein Kind gekriegt. Mhm. Und jetzt habe ich vor, wieder da anzufangen. Also ab August gehen sie beide in den Kindergarten. Der eine ist schon. Ja. Der andere kommt jetzt auch. Und dann habe ich Zeit zum Arbeiten. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Ja, das ist mal was anderes. Nicht immer dieser Alltag, das ist immer das Gleiche. Ne? Ja. Es war schön mit Kindern, ne? Das ist das Schönste, was es gibt. Aber man braucht auch so ein bisschen Ausgleich. Ja. Ja. Wie ist das, wenn du die zum Kindergarten bringst? Oder ihn oder sie oder ihn? Das, der Ältere geht schon in den Kindergarten. Das sind zwei Jungs, ja. Und der Ältere geht im Kindergarten und der andere kommt jetzt im August. Ja. Hast du da manchmal irgendwie das Gefühl, dass die Leute dich irgendwie schief angucken nach dem Motto, kann ja keine gute Mutter sein mit den Tattoos im Gesicht? Du kennst ja das, diese Vorurteile. Also meistens ist das so, manche, also von den Kindern jetzt her aus, manche sind da, oh cool, guck mal Mama und die hat eine Minimaus und ja, die ja, hat stimmt. eine Hello Kitty. Oder dann kommen Jungs und, oh, ist Spider-Man an der Hand und ne. Aber manche Kinder, die sagen dann auch, und ne, es gibt halt, es ist so ein Mischmasch halt, ne? Genauso wie bei den Eltern. Ja. Die sind auch, manche die denken sich, was ist das denn und so, ne. Und, aber es ist eigentlich immer so, dass die mich angucken und sich denken irgendwie, was ist das denn für eine Assi-Olle? Und wenn man dann aber ins Gespräch kommt, dann denken die sich, boah, so habe ich dich gar nicht eingeschätzt, du bist ja voll die Normale und bist, ne. Also es ist immer so. Ja. Ich werde auch in der Stadt, wurde ich schon von der Oma angespuckt. Also es gibt schon Leute, die sind echt extrem da, ja. Krass. Gerade bei mir, wenn ich jetzt eine Jacke oder sowas anhabe, man sieht ja trotzdem, ich bin im Gesicht tätowiert, meine Hände sind tätowiert, mein Hals, man sieht's ja. Ja. Und gerade hier in Hagen, da laufen nicht viele so rum. Hm. Also da kriegst du oft schon Sprüche. Ich und mein Ex-Freund, wir haben schon die Krise gekriegt manchmal, dass wir vom Teufel stammen und alles. Mh. Ach du Scheiße. Ja, ja, und vor allem, ich meine, so ein... Ein Schleifchen auf der Wange ist ja jetzt nicht irgendwie Satanszeichen, ja, soll ich ja. mal, oder Herzchen, ne? Oder hier Hope, Hoffnung. Ja, ist für ja, die ist das was ganz Schönes. Ja, die ne? scheren das alles über einen Kamm, ne? Ja. Was hast du denn grundsätzlich so an Motiven? Ich filme mal ein bisschen ab und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, auch vielleicht, also ich was das für dich bedeutet. Ein bisschen bei meinem Ex-Freund abgeschaut. Aha, erzähl. Also er hat ja diese gute und böse Seite. Ah, okay. Mhm. Und das fand ich ganz cool und habe mir gedacht. Jetzt muss ich raten. Ich glaube, das ist richtig ja. böse hier. Das ist meine böse Seite. Nee, auf jeden Fall, das hier zum Beispiel sind auch, das sind auch alte Tattoos und ich bin gerade dabei, eher gesagt, mein Ex-Freund ist dabei, mich zu covern. Mhm. Da ich so früh angefangen habe, ich war früher so eine, das sieht schön aus und das mache ich. Mhm. Ne? Und mittlerweile ist das so. Oder das muss was mit meiner Familie zu tun haben, damit ich es machen darf. Ja, genau. Und mittlerweile ist das so, dass ich dann schon mit ihm auch zusammen überlege, was könnte zu mir passen und dass es auch eine Bedeutung hat. Den Arm zum Beispiel, den haben wir jetzt fast fertig gecovert. Hier ist noch der Rest, ne, der mhm. gemacht werden muss. Es wird halt alles sehr dunkel, aber ich ja, finde, also ich stehe da drauf, auf dieses Dunkle. Und ja. ich habe halt vor, wie er auch, dass ich den anderen Arm halt komplett bunt mache und die schönen Sachen. Ja. Ich möchte auch hier alle Cartoons, also das haben wir jetzt vor, alle Cartoons aus meiner Kindheit so drauf machen. Ah, doch wieder Kindheit. Bein. Kannst du nochmal zur Mama ja, gehen und sagen, genau. das ist wegen der Kindheit. Kannst du mir das erste noch kurz zeigen, wenn ich hier gerade das allererste Tattoo. Mit dem, genau, ja. was du schon erzählt hattest. Dann habe ich das auch einmal auf Film gebannt. Das ist meine Mutter und das ist mein Vater. Ah, jetzt ist noch und die das Namen. Ist ein, meine Mutter stammt aus Ägypten ja. und das ist ein ägyptisches Kreuz, das bedeutet ewiges Leben. Ah, schön. Ja, aber ist doch eigentlich auch wirklich ein... Ja, schönes Motiv. Also groß, so gerade für das Alter, ne? Also nein, wirklich, es ist ja wirklich so, also dass da auch die Motivwahl in dem Alter noch relativ und es ist schon 14 Jahre alt und es ist ja. immer noch gut erhalten. Ja, und du hast selber gemalt, sagst du, ne? Ja. Bist du denn auch selber am Tätowieren an sich interessiert?
Schon. Also ich habe auch ein paar Mal so eine Schulung sozusagen von meinem Ex gehabt. Aber das Problem ist auch, ich habe die Zeit gar nicht. Mhm. Ich habe ja das Shooten, was ich so zum Ablenken eigentlich nur mache. Und die Kinder und alles. Und da kann man nicht noch... Also ich möchte ja schon gerne wieder in die Sozialarbeit reingehen. Und mhm. dann hätte ich gar keine Zeit dafür. Ich muss ja auch irgendwo Zeit für meine Kinder haben. Ne? Ja, das stimmt. Wie fing das denn bei dir mit den Fotos an? Also hattest du dann irgendwann so und so viele Tattoos und hast dann gedacht, ich probiere es mal aus? Oder wie war das? Also ich habe mit 14 auch angefangen zu shooten. Ach. Aber halt nicht dieses Tattoo-Model-mäßige, sondern ich habe wirklich früher, da lief das alles noch gar nicht über Facebook. Mhm. Da hat meine Mutter mich in einer Model-Agentur angemeldet und dann ging das richtig ab da. Also man musste wirklich, man durfte nicht zu dick sein, man durfte nicht zu dicken Ach Hintern so, haben. So eine klassische. Ja, genau. Und da war ich auch dann wirklich jeden Tag, bis ich irgendwann gesagt habe, das geht nicht mehr. Ne? Mhm. Also ich habe mit 14 schon richtig Kohle gemacht mit Katalogen und Laufsteg und alles. Es Krass. War wirklich da ein richtiges Training und Arbeit. Ne? Und dann habe ich natürlich auch wegen der Schwangerschaft dann aufgehört. Und weil ich ja auch immer mehr Tattoos gekriegt habe. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Und das war Frage. Ja für die dann nicht mehr, also durftest du musst nicht. Du musst ja total clean sie sein. Sie sagte, ne? ja, ein Tattoo, okay, das kann man noch verstecken. Aber sobald dann immer mehr kommt, ne, bist du dann sofort raus. Also ich wurde auch schon mal rausgeschmissen, weil ich so einen dicken Hintern hatte. Obwohl ich wirklich 45 Kilo nur gewogen habe. Krass. Also da musstest du wirklich, also das war überhaupt nichts für mich. Dann wurde ich auch nicht größer, da hat sie gesagt, komm, lass es stecken. Ne? Ja, und dann irgendwann habe ich dann diese Facebook und alles und wurde dann angeschrieben und dann fing das wieder an. Kurz nach der Schwangerschaft auch. Mhm. Und dann bin ich erst, wo mein Ex-Freund dann damit angefangen hat, wo ich ihn so ein bisschen angesteckt habe. hat der sich natürlich dann so richtig ins Zeug gelegt. Der hatte dann natürlich auch Zeit. Also der ist im Monat, ich glaube, bei 20, 30 Fotografen gewesen. Krass. Ja, der ist echt, also dafür, dass er jetzt so bekannt ist, hat er sich aber auch den Arsch aufgerissen. Und dann hat er mir das alles beigebracht. Also ich kannte das wirklich mit diesen Seiten-Messenger und wie man überhaupt, das, also ne, dieses Gruppenposten und wie man die Bilder überhaupt hochlädt. Und ich kannte das alles gar nicht, weil ich war noch in dieser Zeit klassischen Schiene sozusagen. So, ne? Modelagentur, man wird gebucht, du musst nichts machen. Ne? Ja, und dann hat er mir das alles beigebracht. Und dann habe ich halt immer mal wieder so, wenn ich Zeit hatte und Lust hatte zum Ablenken, habe ich das dann gemacht. Mhm. Und jetzt bist du halt auch mit den Tattoos immer vor der Kamera. Ist es denn auch so, dass du jetzt etwas entspannter bist, was, weil ich kann mir halt vorstellen, dass du damals als ich sag immer richtiges Model, das klingt total bescheuert, aber als cleanes Model, dass du da vor den Stress hattest und dass du jetzt auch wirklich etwas entspannter bist, weil halt bei Tattoo-Models das nicht so Vorgaben gibt. Also ich finde es besser, früher war das so, dass nur die Fotografen das Sagen hatten. Mhm. Also, dir wurde gesagt, du ziehst jetzt das und das an und wenn es nicht passt, dann ziehst du was anderes an und nee, die Haare gefallen mir nicht, das muss jetzt so gemacht werden. Mhm. Du wirst geschminkt und all. Und jetzt ist das halt so, ich kann als ich dahin gehen. Also, ich komme dahin, selbst wenn der Fotograf jetzt sagt, hast du noch ein anderes Oberteil dabei, zieh dich mal man um. Man spricht es aber zusammen ab. Aber ich kann immer noch was sagen. Also, es ist nicht so wie früher, dass ich nichts zu sagen hatte. Mhm. Ne? Und Schminken ist bei mir so eine Sache, also ich bin schminksüchtig. Und ich bin froh, dass ich mich selber schminken kann, ne? Weil früher war das dann auch immer so, die haben einen dann geschminkt und du denkst ja, oh, wie sehe ich denn jetzt aus, ne? Ja, und so, also ich finde es jetzt tausendmal besser. Auch gerade wegen den Tattoos, weil das bin halt ich. Ich wollte schon immer tätowiert sein. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so ein Mitläufer bin. Mhm. Man sieht es ja. Also ich habe sehr viele alte Tattoos, die jetzt gerade alle gecovert werden. Ja. Willst du die alle covern? Ja. Ah, krass. Also so manche Sachen, die jetzt eine krasse Bedeutung haben, die ich früher gemacht habe, die will ich schon behalten. Mhm. Zum Beispiel die Mickey und Minnie, die werden auf jeden Fall da bleiben. Ja, da willst du da die Bedeutung erzählen oder ist das sehr persönlich? Das ist einfach, also wenn ich an meine Kinder denke, denke ich an Minnie und Mickey. Ja. Also ich hatte wirklich alles. Ich war so wie heute die Mädels alle hier Violetta oder wie sie heißt sammeln, war ich früher mit Minnie Maus. Also ich hatte auch immer einen Stofftier dabei und der musste überall mitkommen, Mickey, ne? Mhm. Und ich hatte auch 2 Meter große Minnie und Mickey Mäuse und das, mein Zimmer war wirklich voll damit. Ja. Und meine Bettwäsche, meine Anziehsachen, alles. Also das ist so, wenn man an meine Kindheit einen Stichpunkt geben müsste, das wäre dann so Mickey und Minnie. Ja, cool. Ja, das ist immer schön, wenn man das dann bei sich trägt. Ja. Und weißt du denn auch schon, was, also ich gehe jetzt mal davon aus, da der schon gecovert ist, oder größtenteils, dass ihr jetzt hier dann weitermacht. Weißt du denn schon genau, was da hinkommt? Also jetzt gerade machen wir das, covern wir das Bein. Ah, okay.
Wird das allererste auch gecovert oder lässt du das sehr gut? Also das lasse ich. Ja, ja. Das ist so mein erstes Tattoo und das bleibt. Also das verbinde ich nur irgendwie mit den anderen, aber das muss bleiben. Und die andere Seite, wie der Arm auch, mache ich halt diese Cartoons drauf. Weil ich glaube, wir haben eine Liste gemacht, da waren 31 Filme drauf. Krass. Also wirklich, aber nur die, die ich halt immer regelmäßig früher als Kind geguckt habe und die mich an irgendwas erinnern. Ja. Und dann halt so komplett bunt, ne? Ja, also seid ihr da wirklich so richtig geordnet rangegangen, wenn du sagst, du hättest eine richtige Liste gemacht? Ja, doch schon, ne? Also es ist, da sind viele Sachen, die mich stören, wo ich sage, was hast du da gemacht? Ja. Warum hast du dir so ein Tattoo gemacht? Ich habe auch hier so, weil mein Ex ist ja mein erster Mann, also ich war vorher nur mit Frauen zusammen und ich habe mir dann so zwei Lesben dahin gemacht. Also die sich da so rumknutschen, aber es sieht total schlimm aus. Also das muss alles gecovert werden und wir sind da schon so, dass wir uns Gedanken machen und auch was dann wirklich passt. Also nicht mehr dieses, komm, wir machen das jetzt und hinterher, warum hast du das gemacht? Ja. Also das will ich nicht mehr. Ja. Also ich will schon, dass meine Kinder nicht zu mir sagen, Mama, wie siehst du denn aus? Ich schäme mich für dich. Das möchte natürlich keine Mutter, ne? Ja. Aber es kann alles sein, das weiß man nicht. Er kann jetzt Tattoos lieben und in 5 Jahren sagen, ich will kein Tattoo haben. Ja, das stimmt natürlich. Und würdest du es, ab wann würdest du es ihm denn erlauben? Ja, also auch schon. So eigentlich sagt man ja, ab 18 darfst du dann und ne. Aber wenn man jetzt so mal wirklich nachdenkt, ist 16, würde ich sagen, ne, okay. Wie gesagt, wenn es überlegt ist. Mhm. Nicht irgendwie hier, ich möchte jetzt Hulk, ne? Und in 10 Jahren sagt er, Mama, Hulk ist warum hast du mich denn Hulk tätowieren lassen, ne? Aber ich glaube schon, dass gerade heutzutage sind die Jugendlichen alle so schlimm. Also das ist echt, da denkst du dir bei einer 12-Jährigen, denkst du dir, eine 20-Jährige steht vor dir, was die manchmal für Schminke schon alleine drauf haben oder selbst schon Tattoos haben. Da weißt du gar nicht mehr, du kannst das gar nicht mehr wie früher einschätzen. Ja. Die sind jetzt 13 und die ist 20. Deswegen, wer weiß, wie früh die alle mit irgendwas anfangen und er macht es vielleicht heimlich. Das kann man ja alles nicht wissen, ne? Ja, das stimmt. Aber von mir aus erlauben würde ich es mit 16 schon. Weil ich genau wüsste, dass wenn die wirklich auch so Tattoo-geil, sag ich jetzt mal, wie die Mama sind, dann werden sie es eh mit 14, 15, 16 haben wollen. Ja. Es ist ja dieses Alter. Naja, das kommt dann eh dann raus. Ja. Nochmal zurück zu den Shootings. Was hast du so ein oder zwei, wo du sagst, boah, das war das Coolste, was bis jetzt so gewesen ist oder was mir passiert ist? Das Coolste. Also bei einem Shooting die Bilder haben mir sehr gefallen. Also das war voll meine Richtung und ich bin schon strahlend freudig nach Hause gekommen. Und da kam ich auch eine Zeitschrift. Und war so früher habe ich mir mal gesagt, Wenn das so passieren würde, dann würde ich mich echt, also würde ich so stolz sein, ne? Mhm. Und das ist dann passiert. Gib mal. Zeig mal. Also, eine Zeitschrift, auf eine Zeitschrift bist du ja gekommen. Ja, also innen drin bin ich auch und vorne das Covergirl. Und da war ich echt so. Bitte? Weil mir die Bilder vorher schon so gefallen haben, ne? Da sind die Leute. Ja, das ist natürlich, stell dir mal vor, du bist irgendwann auf einer Zeitschrift und dann ist das ein Bild, was du gar nicht magst. Ja. Das wäre blöd. Ja, und auch so. Also mit meinem Ex-Freund, der hat ja immer so tolle Ideen und der bringt ja eigentlich immer so eine Geschichte da rein. Das finde ich auch cool. Also bei diesem Kaki zum Beispiel, da ist, dass man, gerade wenn man sich nur das Bild anguckt, dann denkst du dir direkt, das erzählt eine Geschichte, obwohl du nichts zugeschrieben hast. Mhm. Also solche Bilder finde ich auch immer toll. Ja. Und wenn die Kinder dabei sind. Also ich mache das ja wirklich auch aus Spaß und ein bisschen Ablenkung zu haben von diesem Alltag. Ja, als Hobby quasi. Ja, genau. Ja. Ist schon was geplant als nächstes? Weißt du schon, wo es als nächstes hingeht? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich wollte ich eine kleine Pause einlegen, bis beide Kinder, also bis zum Sommer im Kindergarten sind, damit ich mehr Zeit habe. Weil es bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie losfahre schnell, mal eben schnell shoote und mir denke und ich habe dann die ganze Zeit die Kinder im Kopf und ja, und jetzt muss ich die wieder abholen. Das bringt mir nichts, weil das ist nur Hektik und das ist kein Abschalten. Ja. Und so habe ich dann ein bisschen mehr Zeit und dann plane ich erst wieder. Also es ist jetzt nichts irgendwie im Plan, dass ich sage so. Ja. Cool, ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg, dass du die beiden gut in den Kindergarten bringst. Ja. Und ich frage immer am Ende, ob ich irgendwas vergessen habe, ob du noch was erzählen willst, ob dir noch was auf der Seele brennt. Nö. Alles gut. Nö. Ja, ich will weg. Okay, dann vielen Dank fürs Interview.